Hallo, du liebe Seele. Heute für dich deine Botschaft von deinem Herzensmenschen. Was fühlt er? Was denkt er? Und was geht in ihm vor? Genau da wollen wir jetzt hineinschauen und wir beginnen mit der Legung. Schön, dass du da bist, du lieber Engel. Wir gehen hier in das Liebesgeflüster. You and me, lass deinen Seelenpartner zu dir sprechen und er sagt zu dir: Du spiegelst mir meine Ängste, meine Schattenthemen, meinen Mangel. Nun darf ich heilen. Es geht also jetzt darum, dass auch hier Heilung geschieht. Ich weiß, wir sind füreinander bestimmt. Auch das weiß er und ich lade dich ganz herzlich ein zu meinem Vollmondritual. Am Samstag, den 24. Februar, ist Vollmond und wir machen über 3 Tage magische Anrufungen. Wir machen Liebeszauberrituale. Wir lösen alle Blockaden und alles Karma, damit ihr in eine liebevolle, glückliche Verbindung kommen könnt. Denn er sagt dir: Du hast mich von Anfang an verzaubert. Deine Augen, der erste Augenblick, es war einfach nur magisch mit dir. Unsere Verbindung ist vom Schicksal gewollt. Das fühlt er. Das fühlt er also ganz deutlich. Und ich liebe dich mehr, als du ahnst. Dein Herzensmensch liebt dich also mehr, als du ahnst und denkt an dich. Und er sagt dir tatsächlich auch noch: Ich liebe dich. Und du bekommst die Botschaft, die Botschaften des Seelenpartners von Herz-Seelen-Tarot. Und hier sagt er dir: Wir müssen uns noch besser kennenlernen. Bitte vertraue aber, denn wir sind fast am Ziel. Ich kann es kaum erwarten, dich wieder zu treffen. Ich erhalte auch viele Zeichen, die ich mit dir verbinde. Also entweder es kommen Doppelzahlen, Dreifachzahlen, Engelzahlen, vielleicht Kennzeichen, vielleicht die Abkürzungen, die Initialen von deinem, euren Namen oder vielleicht habt ihr auch so andere Secrets oder Running Gags, die nur ihr beide wisst und das erhält er. Denn die Gefühle, die sind tief. Und genau das macht ihm Angst. Also wenn er immer wieder in den Rückzug geht, dann weißt du warum. Ihm macht es Angst, aber mit dir schwebt er hier ganz klar auf Wolke 7. Er liebt dich, das hat er dir ja schon gesagt. Er liebt dich mehr, als du ahnst. Aber er zeigt dir eben auch die Lernthemen und hier geht es darum, jetzt in die Heilung zu gehen. Denn das war hier schon am Anfang des Orakels die Botschaft: Ihr spiegelt euch hier eure Schattenthemen, eure Ängste und euren Mangel. Es ist wichtig, dass ihr jetzt in die Heilarbeit geht und die Lernthemen aufarbeitet. Das ist jetzt die Zeit. Nutze dafür gerne den magischen Vollmond, den Schneemond in der Jungfrau. 3 Tage lang gehen wir in eine tiefe magische Arbeit. Du kannst dich jetzt noch anmelden. Schreibe mir gerne per WhatsApp. Ich freue mich riesig auf dich. Ich schicke dir liebe, liebe Herzensgrüße. Deine Claudia.